Hallo zusammen, Eizocker hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Zähne zeigen, anzunehmen bei Vasak Eisenflanke im Scherquad an dieser Position. Könnte sein, dass in diesem Gebiet ab und zu so ein Event ist, wo so Mobs angelaufen kommen. Wenn er da im Kampf ist, dann könnte sein, dass er das Ausrufezeichen nicht hat. Rechts unten im Bild seht ihr zu jeder Zeit die Koordinaten, wo ich mich befinde. Vorquest ist mir keine bekannt. Falls ihr eine kennt, dürft ihr es gerne in die Kommentare posten. Auf der Map sieht man schon hier das Questgebiet. Ich nehme die Quest auf während des Patches 9.0.5, also Anfang Shadowlands. Das Ganze sollte aber euch auch helfen in PC Classic. Falls nicht, Beschwerden in die Kommentare oder live auf Twitch. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Mal schauen, von welchen Mobs ich diese Quest-Items bekomme. Blau. Hier. Besonders scharfe Dolchdrachenzahn. Das sind hier Dolchdrachen-Meterfrenze. Mal schauen, wie die Drop-Chance ist. Dieser Mob hat schon mal nichts dabei. Geht's? Ich pulle mal ein paar Mobs zusammen, damit es ein bisschen flotter geht. Oh. Gleich sind zwei Mobs tot. Und ein Quest-Item. Ich zeige euch jetzt noch, wo solche Mobs herumlaufen. Normalerweise im ganzen Questgebiet. Das sind noch zwei. So, wo sind noch welche? Das sind auch noch welche. Ich werde jetzt eine kurze Unterbrechung machen. Werde weiter diese Zähne sammeln. Und sobald ich in der Nähe des Abgabe-NPCs bin, werde ich mich wieder bei euch melden, damit ihr seht, wo und bei wem diese Quest abzugeben ist. Also, nicht wegschalten. Bis gleich. Ich habe nun meine besonders scharfe Dolchdrachenzähne zusammen. Hat ein bisschen gedauert, aber jetzt bin ich ja fertig. Und auch schon beim Abgabe-NPC. Wie man jetzt sieht, patrouilliert er ein bisschen, also nicht wie am Anfang der Quest gezeigt, dass er fest an dieser Position ist. Quest ist abzugeben bei Vasak Eisenflanke im Scherquad in diesem Gebiet. Der patrouilliert ja anscheinend ein bisschen. Hoffe, mein Video hat euch geholfen. Falls ja, dürft ihr gerne auch mir helfen, indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Außerdem gibt es ja in der Videobeschreibung noch den Link zum Twitch-Kanal. Vielleicht sehen wir uns live. Eizocke, Ende.